Gut, dann werde ich mir jetzt mal mit deinen Darksteel Ingots ein Schwert machen, beziehungsweise dieses Darksteel Sword, die Ender. Und das werden wir dann jetzt mal auf Level 30 anschauen und gucken, was bei rauskommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Evolution Craft Projekt. Mittlerweile bei mir die fünfte und mit dabei ist der liebe My Little John. Hallo! Ja, bei mir ist auch die fünfte, komischerweise. Und wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge bei diesem Dungeon, den ich jetzt in dieser Folge weiter erkunden möchte. Und deswegen gehen wir doch einfach wieder rein Nein, nein, und nein, nein! Oh mein Gott! nicht sterben und oh Gott, ich habe gerade richtig miese Frames. Ja, ich auch, ich muss den. Ah, Oh Gott. immer wenn ich joine, ist mein Shader drin. Und ich werde gerade vom Zombie So, gleich jetzt dürfte es angegriffen. normalerweise wieder gehen, die ganzen Chat-Meldungen sind weg. Ich glaube, die muss ich mal abwarten, bevor ich auf den Server joine. Und der liebe Meidel John ist zum Beispiel einer von denen, der durch eine Bewerbung ins Projekt gekommen ist. Ja, finde ich gut. Und noch einer davon ist zum Beispiel Papas Kuchen, mit dem werde ich die nächste Folge aufnehmen. Das wird dann dem seine erste sein. Und irgendwie weiß ich nicht, aber das läuft hier irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich muss mal ganz kurz meine Frames runterstellen. Gerade richtig abartig wieder. What? Es liegt wahrscheinlich eh nur daran, dass der Dungeon hier so unglaublich groß ist und. Oh Gott. Also ich sagte, ey, Ich hab. jedes zweite Mob hat ein Head. Ich habe schon so viele Heads, ich sag's dir, ey. Ich habe schon zwei volle Pages. Na, das Problem habe ich nicht. Aber ich habe jetzt gerade Drohnen gefunden und ich kann die leider nicht mehr mitnehmen. Beziehungsweise ich weiß ehrlich gesagt zwar gar nicht so recht, was ich mit den Drohnen machen sollte. Und irgendwie ist hier gerade in dem Dungeon, ich glaube, hier sind ein paar sehr viele Mobs drin. Beziehungsweise immer wenn ich an einen Mob drankomme, habe ich wieder FPS-Einbrüche, was ich die letzte Folge nicht hatte. Das ist extrem komisch. Ich muss da echt mal irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Nachforschungen anstellen, was das angeht mit dem Modpack. Ich Ja, denke. ich. Demnächst mache ich jetzt eh einen Livestream. Werde ich mal mein Haus bauen. Ja, das ist immer cool. Ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall anschaubar ist, eigentlich vom Modpack, beziehungsweise vom Bild her. Und oh, okay. Ich habe. Beziehungsweise Ring of Protection, Running Shield. Okay. Den nehme ich einfach mal mit. Ich werde dafür, was werde ich raustun? Cobblestone auf jeden Fall mal. Und Conduit Probe, den nehme ich auch einfach mal mit, weil das Ding wertvoll aussieht. Und Alter, hier ist so viel Stuff einfach nur. Ja, ich muss jetzt auch, sobald es wieder Tag wird, gehe ich auch schnell. Common Treasures, die sind auf jeden Fall ganz cool. Was mache ich weg? Essen, Alter. Ich habe da eine Karotte, gell? Ich habe da eine Karotte Floppy Disk, bekommen. okay. Oh, eine Karotte ist auch nice. Die können wir auch echt gut anbauen eigentlich. Ja, ich baue sie schnell an hier. Was mache ich dafür weg? Ich weiß nicht, was ich dafür wegmachen soll. Das ist so schlimm. Das ist ja noch schlimmer als irgendwie in einem anderen Modpack. So, ich habe jetzt einfach mal die Kohle rausgenommen, weil wir an Kohle relativ viel haben eigentlich. Dann werde ich jetzt einfach mal hier weiter durch den Dungeon laufen. Gucken, was Werde ich. passiert. Was ist das hier eigentlich für ein Erz? Okay, das ist anscheinend auch irgendwie sowas anderes. Das ist ein. Nee, das ist das nicht. Egal. Wir sollen uns jetzt auch mal nicht weiter interessieren, weil wir das sowieso nicht mitnehmen können. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt nochmal in die nächste Etage gehen. Ich weiß nicht, ob das sogar schon die letzte ist. Oh, ich glaube, ich weiß, warum es hier so laggt. Wow. Nein, 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 nein. Es sind ein paar sehr viele Mobs da. Ich glaube, das liegt einfach an den Mobs. Ja, genau. Siehst du, wenn ich von den Mobs wieder weggehe, dann sind meine Frames wieder komplett normal. Ja, aber naja. Was machst du jetzt eigentlich, abgesehen vom Haus bauen? Nee, ich habe noch kein Haus gebaut, aber ich gehe jetzt mal ein paar Dungeons abklappern. Ich habe Ja. jetzt genug Essen. Ich mache jetzt später ein Backpack. Das ist nämlich eine gute Idee. Oh ja, so ein Backpack wäre auch echt mal gar nicht so schlecht. Muss ich Ich mir hole noch. jetzt mal rein prinzipiell den Endstein hier mit, weil. Nein, 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 Creeper, Creeper. Die Gift vergewaltige mich. Nee, mein ganzes. Oh, die zerstören mein ganzes Feld, ey. Arschen. Alter, was ist das denn? Das ist viel zu viel Stuff. Stimmt, diesen Ring of Protection habe ich gar nicht mitgenommen gehabt. Den kann Ruhig. man auch craften. Gott, kopflose Zombies. Das ist auf jeden Fall irgendwie mit Oh. den Mobs. Irgendwas hängt mit den Mobs zusammen, dass ich so schlechte Frames habe bei den Mobs. Das tut mir jetzt Also gerade echt bei mir leid. ist bei mir genau gleich. Wenn ich wieder von den Mobs weg bin, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber wenn ich wieder bei den Mobs bin, dann ist wieder alles im Arsch.
Mal so eine Frage, und zwar, hast du Shards? Nee. Wenn du welche hast, kannst du mir sie geben, dann kann ich dir dann dafür was bei Thumbcraft da machen. Weil ich fange ja später mit Thumbcraft an. Kann ich dann gerne machen. Und ich habe einfach schon... Oh lol. Ich habe einfach schon Stack Copper jetzt durch den Dingens hier bekommen. Und... Nice. So, wir... Oh, ich habe ein Enchantment Table gefunden. Nice, nice, nice. Das ist richtig cool. Werde ich dann jetzt auch einfach mal direkt mitnehmen. Ich habe schon sau viele Level eigentlich. Ich weiß nicht, oh, es ist zu viel einfach. Ich habe einfach zu viel Stuff. So, den Enchantment Table hole ich auf jeden Fall noch mit. Nee, es ist wirklich so. Ich habe einfach viel zu viel Stuff. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht so recht, was ich mitnehmen soll. Weil, meistens keine Ahnung. So, weil wenn man Dungeons auslootet, dann ist es meistens so. Also man macht eine Kiste auf, findet was Geiles, dann noch eine Kiste. Oh, scheiße, mein Inventar ist voll, aber so geile Sachen. Ich habe zum Beispiel hier eine Music Disc doppelt, deswegen muss ich die jetzt leider mal, ja, keine Ahnung. Für was brauchst du Music Disc? Music Disc brauche ich, weil wir... Oh, warte mal. Musik hören, wow. Weil wir etwas Kleines vorhaben. Nein, boah, ich wäre fast gestorben, ey. Und zwar wollen wir so eine kleine Disco bauen. Geil. Ich habe eh noch voll viele, ey. Ich hab noch... Echt? Ja, ich habe fast alle Discs. Boah, ich finde das so richtig cool, dass es die in dem Modpack eigentlich so häufig gibt einfach. Und zwar wollten wir das dann so machen, dass wir vielleicht die Minecraft, du kannst ja in den Minecraft vom Resource Pack die Sounds ändern. Dass man da zum Beispiel normale Musik nimmt, natürlich copyright free. Und dass man dann halt einfach ja, sich ein bisschen Musik gönnt. Und dann eine schöne Disco aufbaut. Und was ist bei dir jetzt passiert? Internal Server Error. Okay, was hast du gemacht? Weil das ist relativ wichtig wieder. Bei Wayminers ist immer gleich bei Wayminers. Das ist komisch. Irgendwie bugs noch bei Wayminers. Okay, das ist komisch. Aber wenn ich sneake, oder wenn ich jetzt sneake und aufs Back klicke, dann schmeißt es mich immer raus. Okay, das ist echt komisch. Ja gut. Und wie dann gesagt, ich denke mal, die Idee, das könnte schon doch eigentlich recht chillig werden. Bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das so hinbekommen, wie wir das gerne hätten. Und ja, es ist einfach krass. Immer wenn ich zu einem Mob gehe, dann gehen meine Frames einfach auf die Hälfte runter. Und der Dungeon ist noch lange nicht vorbei. Zu Ende. Oh Gott. Oh, hier ist Lava einfach so mal. Wieder. Alter! Okay, nee. Okay, das ist jetzt echt nicht mehr feierbar. Dudes! Ach, in den letzten Folgen war ich so unproduktiv, ey. Nein! Jetzt... Oh Gott! Jetzt habe ich kein Schwert mehr! Nein! Oh Gott. Okay, warte, ich bin... Nein, statt... Warp! Alter! Ich habe mich mit einem halben Herz in die Stadt warpen können! Woo! Mit halbes Herz? Ja! Alter, mach dir mal so ein Unbounded Page, dann kannst du dir bei ein Home setzen. Musst okay. Du dich nicht mal... Ich glaube, in meiner Kiste in der dritten kannst du mal schauen, kannst mal eins rausnehmen, kriegst geschenkt. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo du bist, aber. In der Nähe von dir, dort wo so okay. Viele, wo Benny ist. Weil es war gerade auch irgendwo ein bisschen positiv, dass ich die Farmtour jetzt zwangsweise beenden musste. Weil ich jetzt mal meinen ganzen Stuff abladen könnte. Und mir dann auch gerne mein Backpack machen könnte. Und ich kann mir eigentlich schon Level 30 Enchanter machen. Wie geil ist das denn bitte? Es gibt ja Auto-Enchant-Jump-Table. Kannst du okay. Dir aussuchen, was du willst. Ja, aber jetzt mal einfach rein prinzipiell. Ich kann das jetzt einfach machen. Das ist cool. Ich feier das. So, warte, die... Unbounded Pages. Die kannst du dir einfach rausnehmen. Weißt du, wie es geht? Ehrlich gesagt nicht, nein. Also, wenn du jetzt bei einem beliebigen Ort stehst und da Rechtsklick drauf machst, dann wird es violett und dann gehst du zum Warpbook. Machst Shifts und drückst Rechtsklick wieder. Okay. Dann öffnet sich so ein Inventar und da kannst du die Pages reinlegen. Okay, das ist doch echt nice. Mal so eine Frage, hast du eventuell noch 4 Leder? Okay, ne, hat sich erledigt. Ja. Hast du Zuckerrohr? Ja, habe ich. Kannst du abbauen. Oh, weil Benny ist auch Zucker. Oder ist das dein? Ich weiß es gerade echt. Ja, ich glaube, das ist mein... Egal, weil dann mache ich mir nämlich jetzt einfach mal einen Level 30 Enchanter und werde einfach mal meinen Stuff enchanten. Ah, das mit dem Feld, das ist deins, ne? Jo. Gut. Alles klar, 10 Stück, das müsste eigentlich
speichern oder nicht? Warte kurz, ich probier's einfach mal aus. Beziehungsweise, nee, es reicht noch nicht. Kann ich mir da einfach noch zwei mitholen? Ja, sicher. Okay, weil, beziehungsweise dann wieder anpflanzen, wenn die wieder gewachsen sind. Weil dann baue ich mir jetzt mal direkt meinen Enchanter und enchante einfach mal ein Dia-Schwert auf Level 30. Ich denke mal, das kann man doch dann einfach mal chillig machen, wenn wir Ich gebe den Tipp, statt. Hast du schon Diamantschwert gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Ich gebe den Tipp, hast du Dark Steel? Nein. Schau mal bei mir in der Kiste, das sind noch drei, kannst du zwei rausnehmen, wenn du willst. War mit dem, das ist einfach doppelt so gut wie ein Dia-Schwert. Okay, wie heißen die Schwerter? The Ender. Okay. Oh, mir ruckt jetzt gerade richtig. Also einfach nur. Achso, The Ender, okay, das hat plus 6 Attack Damage, aber. Ja, aber schau dir mal die. Warte. Und. Increased Skull and Ender Pearls Drops. Also. Ich weiß nicht richtig, wie man das. Erklärt. Keine Ahnung, was ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist eine, ich find's besser. Okay, ich probier's einfach mal aus. Danke für die 2 auf jeden Fall. Kannst du das Unbounded Page kannst du auch rausnehmen, wenn du willst. Okay, mache ich dann gleich, wenn ich nochmal hinlaufe. Und dann gucken wir mal, dass ich mir jetzt erstmal nochmal Sticks mache, weil die musste ich ja auch im Dungeon lassen. Und dann... Alter, hier sind... Zuerst geil. Machen wir natürlich mal unser schönes... unseren schönen Level 30 Enchanter. Warum lädt's so bei mir gerade, ey? Ich weiß nicht. Frame-Einbrüche. Beziehungsweise, ich muss erstmal noch ein bisschen Holzfarmen gehen. So haben wir hier. Dann haben wir da den Worktable. Machen uns einfach mal zwei Äxte und gehen dann immer dahin hin. So ein bisschen Holzfarmen. Wie gesagt, was die generelle Performance angeht, da müssen wir echt noch ein bisschen dran schrauben. Mhm. Aber gut, ich meine, wir sind noch in der Beta. Und werden immer in der Beta sein. Ja, ist doch eigentlich so. Ich meine, wir werden das Modpack, glaube ich, immer weiterentwickeln. Und ich weiß nicht, man müsste einfach mal gucken, wie das aussieht von den Modpack-Erstellern. Von den Mod-Erstellern. Ob man die Mods. Ich habe Pilzkühe gefunden. Kopieren dürfte, beziehungsweise ob man die auch so weiterverwenden dürfte für ein eigenes Modpack. Und eventuell kann man das Modpack ja dann am Ende auch zum Download freistellen. Dass wir dann quasi das fertige Modpack, wenn das Projekt dann vorbei ist, dass ihr das auch selber spielen könnt. Das wäre, glaube ich, eigentlich eine ganz coole Sache, denke ich mal. Und mir laggt einfach so hardcore. Da werden wir dann auch sehen, wie das dann aussehen wird. Wenn wir dann soweit sind. Ich hoffe einfach, dass wir das, wie gesagt, bis dahin einfach hinbekommen. Es kann allerdings auch sein, dass es von der Server-Performance her liegt. Das hat Lukas auch schon gemeint. Das kann da die verschiedensten Gründe haben. So, und wir haben jetzt echt viel schon bekommen. Kann es sein, dass das Warpen Hunger kostet? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, echt nicht. Ich habe gerade echt viel Hunger verloren auf einmal. Ich glaube, das liegt daran. Okay, also Holz haben wir auf jeden Fall genug. Dann machen wir jetzt uns ganz schnell die Bücherregale. Und wie funktioniert das Waymaners nicht immer? Okay, das ist komisch. So, die Bücher haben wir hier, dann machen wir hier einmal und hier einmal. Ich habe viel zu viel davon gesucht eigentlich. Wir haben unsere 15 Bücherregal, wir haben unseren Enchantment Table und dann hätte ich mal gesagt, wenn wir das Ding einfach hier hinstellen. Oh fuck. Ups. Wenn wir das Ding einfach hier hinstellen. So. Die 15 Bücherregale drumherum einfach. Und dann werden wir uns jetzt gleich einfach mal. Lol. Oh, das ist nicht gut hier. Kann ich überhaupt Level 30 entschaden? Ja, ich kann Level 30 entschaden, das ist cool. Gut, dann werde ich mir jetzt mal mit deinen Darksteel Ingots ein Schwert machen, beziehungsweise dieses Darksteel Sword, die Ender. Und das werden wir dann jetzt mal auf Level 30 entschaden und gucken, was bei rauskommt. Sharpness 4, Alter, okay. Also das Schwert ist auf jeden Fall... Geträgt, oder? Nicht schlecht. Warte mal. Okay. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das Schwert jetzt Besonderes kann. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas zu finde, was das Schwert Besonderes kann. Und ich hätte mal gesagt, mit dem Ziel hier,
wenn wir dann einfach mal die Folge auch beenden. Ich hätte gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Wenn nicht, dann Konstruktivität. Guckt auf jeden Fall bei meinem Little John vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke nochmal für die ganzen Sachen. Und ja, ich hätte mal gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.